Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist mal wieder Sonntag und wir haben uns was richtig Cooles für euch überlegt. Und zwar standen wir bis jetzt auf Fuerteventura immer in den Küsten. Die meiste Zeit, ja. Und hatten eine richtig schöne Zeit, aber wir wollten auch ein bisschen was vom Landesinneren sehen. Und dabei haben wir richtig schöne Örtchen entdeckt. Genau, ja, alte Hauptstädte und ja, coole Surfspots, die wir da für euch zusammengefasst haben in einem Video. Also viel Spaß beim Zuschauen und ja. Bleibt dran. There's a lot of colors, I don't know where to go. See a lot of colors, only feeling blue. There's a lot of colors, lost within a haze. Don't rely on others to get you through the maze. So, wir sind angekommen in Antigua, der alten Hauptstadt Fuerteventuras, nachdem es Puerto del Rosario wurde. Und wir schauen mal, was es hier so zu sehen gibt. Es ist ein ganz kleiner Ort, 2200 Einwohner. Und die Fahrt hierher war schon richtig schön. Bisschen windig, aber schönes Wetter. Und jetzt erkundigen wir mal die Gegend. Hallo! Hola! Hola! Hier gefrühstückt. Ein Brezel gab es bei euch. Mhm. Geilo. Na, Brezelo. Are you ready? Hey, you. Ja, schon extrem lang nicht mehr so Bäume gesehen wie hier. Das ist richtig schön grün im Zentrum von Antigua. Ja, ich glaube, hier setzen wir uns erstmal kurz hin, machen eine kurze Pause. Ja, ansonsten ein sehr verschlafenes kleines Örtchen mit ja, ein paar kleinen Cafés und einem kleinen Minimarkt. Auf jeden Fall ein Besuch wert. So, wir sind jetzt ein bisschen durch Antigua geschlendert und jetzt fahren wir weiter nach Betancuria. So, wir sind jetzt in Betancuria angekommen und stehen jetzt hier auf einem der wenigen Stellplätze auf Fuerteventura. Und hier kann man Wasser auffüllen und sogar Abwasser ablassen. Für heute bleiben wir jetzt hier und gucken uns gleich mal Betancuria an. So, wir haben jetzt eben noch Wasser aufgefüllt und jetzt gehen wir mal langsam rüber nach Betancuria. Das ist zu Fuß vielleicht 2-3 Minuten von hier entfernt, von dem Stellplatz. Und schauen uns mal das Örtchen an. Gerade eben waren auch noch Zuschauer von Hanna und Tim da. Die hatten nach einem Akkuschrauber gefragt und haben dann sich jetzt meinen bzw. unseren Akkuschrauber ausgeliehen. Und das ist auch irgendwie immer was Schönes. Wenn man im Van unterwegs ist, ja, dann hilft man sich immer gegenseitig und bildet eigentlich eine, ja, große Gemeinschaft. Hold on to the hand of self-destruction. Ja, richtig süß hier, also voll schön und man gewöhnt sich ehrlich gesagt auch so ein bisschen an den Wind. Jetzt gehen wir mal in ein Café bzw. ein Restaurant und werden da lecker essen. Es wurde uns schon voll lange empfohlen, aber immer wenn wir hier waren, also wir waren schon mal hier,
Vielleicht erinnert ihr euch, war das immer voll und jetzt versuchen wir es nochmal. Ich glaube, heute haben wir Glück. Und seid ihr alle happy? Ja. Der Burger gestern war sehr lecker und auch das Café hat uns richtig gut gefallen. Es war so richtig Dschungelfeeling. Also auf jeden Fall einer der grünsten Orte, die wir hier die letzten Wochen gesehen haben. Kommen auch sicherlich nochmal wieder. Jetzt geht es aber erstmal weiter nach Coralejo. Es liegt ungefähr 50 Kilometer im Norden von Betancuria. Da werden wir jetzt hinfahren und da ist heute zufälligerweise auch eine Demo für die Menschen, die gerade in der Ukraine sind, also gegen den Ukraine-Krieg. Und da nehmen wir natürlich dran teil und dann stellen wir uns da auf den Parkplatz und müssen auch morgen Wäsche waschen, zeigen euch dann auch ein bisschen Coralejo. Ja, und dann fahren wir jetzt mal los. Bevor wir jetzt aber weiterfahren oder bevor wir überhaupt erstmal losfahren, können wir hier Abwasser ablassen. Und zwar ist da vorne der Campingplatz und dann sind wir einmal so außen rum gefahren und hier ist die Dumping Station. So, dann laufe ich jetzt da nach vorne und da geht's in den Gully, da kann ich das Wasser ableeren. Tschüss! Also wir sind jetzt angekommen in Coralejo. Hier gibt es einen riesengroßen Parkplatz, auf dem wir immer stehen, wenn wir hier sind. Der ist sehr zentral. Man ist schnell in der Stadt und das Meer hat man auch eigentlich direkt vor der Tür. Und hier stehen gefühlt 100 Camper jedes Mal, wenn wir hier sind. Aber es ist auch irgendwie eine coole Atmosphäre. Und ich habe jetzt hier schon mal Frühstück vorbereitet. Melli ist gerade mit ihrem Teller raus, denn hier draußen, da bereiten die alle Schilder für die Demo vor. Ich gehe mal mit und guck mal, was auf den Schildern steht, bevor ich was esse. Jetzt küssen so als Zeichen. Oh ja. Oder so, ja. Ja, das war's mit Coralejo. Zugegebenermaßen nicht das schönste Dörfchen hier auf der Insel, aber dafür touristisches Zentrum im Norden. Sehr viele Restaurants, sehr viele Shoppingmöglichkeiten, eine schöne Promenade und auf jeden Fall gute Surfmöglichkeiten, die hier drumherum schnell anzufahren sind. Ja, und für uns geht es jetzt auf jeden Fall erstmal in ein weiteres Dorf, und zwar, das ist ein bisschen traditioneller. Und da gibt es zweimal die Woche einen Markt mit lokalen Produkten hier oben im Norden. Und ja, da fahren wir jetzt erstmal hin und decken uns ordentlich mit Obst und Gemüse ein.
Kann ich zumachen? Ja. Breakfast to go. Was geht's bei dir? Hannisse und Apfel. Ich habe noch nicht gefrühstückt, weil ich nicht so Hunger hatte. Jetzt gehen wir erstmal auf den Markt und schauen mal, was es da so Leckeres gibt. Und dann mache ich mir richtiges Frühstück. Too much on your plate when the need to escape. Everything will be better when I find a way. Well, people leave, do they ever think about you? Say if I ever came back again. Well, I still wonder and I miss you. I know I'll ask you when I see you again, my friend. What do you do when you get the blues? Just pick up my guitar. On your plane when you need to escape. Everything will be better when I find a way. Ja, das war's jetzt mit El Cotillo. Also ich glaube, das ist einer der Top-Surf-Spots, die es hier auf der Insel gibt. Es gibt auch rund um El Cotillo einige kleine Buchten, aber da informiert ihr euch am besten hier vor Ort. Was hier voll schön ist, es gibt hier viele Surfschulen, es gibt hier einige coole Cafés, es gibt hier so ein kleines Nachtleben. Nicht so stark und so groß wie in Coralejo, aber doch ganz, ganz nice. Und vor allen Dingen kann man hier an den breiten Küstenstreifen super schöne Plätze finden, wo man entweder mit Freunden stehen kann, so wie wir. Wir haben hier nämlich das perfekte Dinner Teil 1 abgedreht. Das seht ihr in ein oder zwei Wochen hier auf unserem Kanal. Aber man kann ja auch hier super gut alleine stehen. Mit dem Fahrrad fahren, wandern gehen. Also eine perfekte Gegend. Und wir fahren jetzt weiter nach Lajares. Das liegt so halb auf dem Weg zwischen Coralejo und El Cotillo, auch ein sehr, sehr schönes kleines Dorf. Da gibt es das beste Café unserer Meinung nach hier auf der ganzen Insel und auch ein paar schöne kleine Shops, wo man einkaufen kann. Aber das seht ihr gleich alles. Eigentlich nach Lajares. Für weil, guten Kaffee. Genau, Kaffee und Essen. Ja, eigentlich nur Kaffee und Essen. Ja, mehr gibt's hier nicht. Ja, und schöne Shops gibt's auch. Ja, genau. Doch, gibt's schon auf richtig. Jeden Fall. Aber es ist so eine Straße, glaube ich, nur, wo wir waren, wo es halt Shops und Cafés und Frühstücks- oder Essensoptionen gibt. Wobei, Samstag gibt's auch immer den schönen Wochenmarkt, wo es ganz viele süße, handgemachte Sachen gibt. Ach, den gibt's jeden Samstag? Ja, der ist, glaube ich, jeden Samstag. Der ist richtig niedrig. Aber gibt nicht viel, aber es gibt ihn. Caught behind the Venetian blinds, out of reach for the city lights. This ain't where I belong.
Hey, look at me, mama, what I've become. I've been running east, looking for something, digging deep since 99. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all along. I think it's time for me to go burn all bridges. All I know, I got lost along the way, fell between the foam, pulling stitches. Time to let go, so come what may. So, Laharis haben wir jetzt hinter uns gelassen und wir sind jetzt auf dem Weg nach Payara. Das liegt ungefähr 60 Kilometer weiter südlich. Und nach Ahun. Das ist das letzte kleine Dorf, was wir uns hier anschauen wollen. Unterwegs werden wir in Betancuria halt machen, denn so langsam wird es ein bisschen dunkel. Und auf dem Stellplatz, den wir euch schon mal gezeigt haben, da werden wir jetzt übernachten, Wasser auffüllen und dann geht es morgen früh weiter. Aber wir haben hier unterwegs Halt gemacht und das ist so eine schöne Aussicht. Schaut euch das mal an. Mega. Mega schön. Schöne ruhige Nacht. Ganz alleine haben wir hier übernachtet auf dem Stellplatz. Hatten wir auch noch nie. Ja, stimmt. Jetzt haben wir Wasser aufgefüllt und jetzt geht's weiter nach Payara oder Pajara, wie man das glaube ich ausspricht. Oh, okay. Ja, unterwegs wollen wir zwei Aussichtspunkte noch ansteuern und dann geht's nach Ahun. Ahui. Also, startklar? Startklar. Supi, auf geht's. Betancuria ist auch ja, die grünste Gegend hier auf Fuerteventura. Also hier hat früher, hat es hier früher sehr viel geregnet. Wahrscheinlich mehr als heutzutage. Und man sieht halt einfach, dass hier sehr, sehr viele Palmen sind, sehr viele Blumen. Und es liegt im Inselmitteren, in der Inselmitte. Und es ist einfach wunderschön, hier durchzufahren und überall mal ein bisschen anzuhalten. Es gibt überall so kleine Restaurants oder kleine Möglichkeiten einzukehren. Also sehr, 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 sehr schön.
Ja. Wir sind schon durch. Ist eigentlich ganz klein, hat nur 1000 Einwohner, aber ist trotzdem sehr schön mit einem kleinen Park. Ja, man kann hier einen kleinen ein Käffchen trinken gehen, einfach so ein bisschen die Stimmung hier genießen, weil es auch so grün und auch so pink ist mit so vielen Blumen und Farben. Ist schon richtig schön. Ich glaube, für Fahrradfahrer ist das richtig cool, die dann auf dem Weg hier ein paar Jara anhalten und ja, eine kleine Pause machen können. Parara heißt übrigens Rebhuhn auf Andalusisch. Rebhuhn? Rebhuhn, ja. Mhm. Hier gab es früher wohl viele Rebhühner und eine große Landwirtschaft, aber dadurch, dass alles trocken ist, ist nicht mehr viel davon übrig geblieben. Wobei man sagen muss, man sieht, dass die das alles wieder ein bisschen mehr fördern und kultivieren möchten. Für uns geht es jetzt weiter nach Ajuy. Noch ein bisschen kleiner, hat nämlich nur 90 Einwohner im Vergleich zu Pajara, das hat fast 1000 Einwohner. Wow, okay. Sind wir mal gespannt und das ist dann auch die letzte Station in diesem Video. Also dranbleiben, gleich ist das Video vorbei. Ja, da sind wir jetzt in Ajuy angekommen und richtig schön hier. Früher war das einer der wichtigsten Häfen für ganz Fuerteventura, bis er dann von Puerto del Rosario abgelöst worden ist. Heute ein kleines Fischerdörfchen und ja, eigentlich eine richtig schöne Atmosphäre. Man dürfte hier sogar mit dem Camper stehen, aber wir fahren heute trotzdem weiter. Und jetzt schauen wir uns da oben nochmal den schönen Aussichtspunkt an. Ich glaube, wir sind am Ende des Videos angekommen. Ja, es war richtig schön. Also das Örtchen Ajuy ist wirklich richtig süß. Ist zwar, wie gesagt, nicht groß, aber ganz idyllisch. Und wir haben ein kleines Fischerdörfchen. Ich glaube, hier kommen wir auf jeden Fall nochmal wieder zurück und werden nochmal einen Fisch essen, weil das sind die Dörfer, wo wir sagen, da wird sich das lohnen. Und ja, das Meer ist hier ziemlich rau und ziemlich wellig. Ist auf jeden Fall auch, großes Spektakel irgendwie, finde ja, ich. Heute Morgen habe ich in der Zeitung auch gelesen, dass es ein Küstenphänomen gibt. Also es ist eine Warnung ausgesprochen worden für all die Küstenregionen in Fuerteventura. Und das hat man hier ganz stark gesehen. Sehr starke Strömung, sehr hohe Wellen. Also wahrscheinlich war es heute eh stärker als sonst. Ja, stärker als sonst. Sonst ist das, glaube genau. ich, nicht so stark. Ja. Eigentlich wollen wir noch nach Covete fahren. Das fehlt in dem Video, ja. Das wird jetzt fehlen. Das müsst ihr euch leider woanders anschauen. Weil wir haben einen riesen Riss bei uns in der Scheibe und wir werden es nicht schaffen, die Scheibe wahrscheinlich hier auf Fuerteventura auszutauschen, weil das dauert wahrscheinlich viel zu lange, bis die Scheibe halt hier hergeliefert wird. Deswegen wollen wir das halt dann auf dem Festland machen und das ist uns jetzt einfach zu riskant, weil man muss ja irgendwie mehrere Kilometer auf Schotterpiste fahren. Ja, sind 19 Kilometer irgendwie. Jo, da geht oh, das die Tür. War die Tür. Die steht so ein bisschen nach unten. Ja, es geht irgendwie 19 Kilometer geht's auf jeden Fall über so eine Wellblechpiste und da haben wir gesagt, das trauen wir uns mit dem Riss in der Scheibe nicht zu. Ja. Ja, deswegen waren das jetzt erstmal für uns die schönsten Orte auf Fuerteventura. Es gibt sicherlich noch viele, viele andere. Sicherlich. Aber die werden wir dann wahrscheinlich dann im nächsten Winter erkunden. So. Genau. Ja, bis dahin, bleibt stabil, bleibt gesund. Bis und zum nächsten Video. Schaltet nächsten Sonntag wieder ein. Adio. Wir gehen jetzt ein Espresso trinken. Sehr gut, auf geht's. Jesus, das ist große Kraft. Ja.
schwer. Eieiei. Du musst ein bisschen lauter reden. Ja. Ja! Also da hinten sind die Höhlen. Moment, von, Moment. Nochmal, fang nochmal an, bitte. Also da hinten sind die Höhlen von Ahui, aber hier vorne ist schon alles abgesperrt. Man soll da heute nicht hingehen, weil die Wellen sehr hoch sind und es dann halt gefährlich werden kann. Ja, und wo kommt der jetzt her?